Ja gut, dann fürchte ich, kommen wir nicht drum rum. Dann lass uns das doch mal machen. Guten Morgen, Mahlzeit, guten Abend, Moin, Servus, Hallo. Mein Name ist Baum und ich mache Musik für gewöhnlich. Jetzt gerade nicht. Jetzt sitze ich vor einem Mikrofon. Es ist das beste Mikrofon, das ich in meinem Besitz habe. Und ich sitze hier und lasse ein Jahr ausklingen, in dem sehr viel passiert ist, wovon du sehr wenig nur mitbekommen hast. Und das ist so der Hauptgrund, weswegen ich mir dachte und auch vor langer Zeit schon dachte und vorhatte und mich tierisch drauf gefreut habe, einfach mal eine Runde zu quatschen. Natürlich auch ein bisschen als Urlaubsvertretung für einen 1000 Jahre alten Mann, dem ich in meiner Freizeit gerne zugucke. Und einfach nur um alle wieder up to date zu kriegen, weil ich mich so rar gemacht habe in den letzten 9, 8 Monaten. Ich weiß es gar nicht genau. Ja, und jetzt, wo ich hier sitze, muss ich ehrlich sagen, kriege ich ein bisschen kalte Füße. Wie gesagt, ich habe mich echt drauf gefreut und bin auch eigentlich ganz gut vorbereitet, glaube ich. Mir ging vieles schon durch den Kopf, was ich loswerden wollte, aber wenn man dann auf Aufnahme drückt, dann fühlt man sich vielleicht doch nicht unbedingt so bereit dazu. Ich bin mir nicht sicher, wie ich es machen soll, ob ich chronologisch durch die Sachen gehen soll, die passiert sind, ob ich das irgendwie unterteilt machen soll nach Bereichen wie zum Beispiel Bands. Und ich weiß auch überhaupt nicht, ob ich so lange am Stück quatschen kann. Das ist alles Neuland für mich, aber scheiß der Hund drauf, im schlimmsten Fall interessiert es dich nicht, dann machst du es einfach wieder aus und ich tue ja niemandem weh damit. Was war das für ein Jahr, 2017? Im Wesentlichen war es das Konzertejahr für mich. Ich habe so viele Konzerte gespielt wie noch nie zuvor. Tatsächlich auch im ganz damals nicht mit meiner bis heute mit Abstand erfolgreichsten Band gab es in besten Fall so um die, lass mich nicht lügen, ich glaube knapp über 25 Gigs im Jahr war so das Maximum, was wir erreicht haben. Dieses Jahr habe ich fast an der 40 gekratzt. Ich habe hier Tourdaten auf, ich könnte jetzt nachzählen, ich weiß es nicht genau, es sind um die 35, ich glaube ein, zwei mehr sogar, mit 5 verschiedenen Bands. Ja, man hat ja sonst nichts zu tun. Aber ich glaube, auf die Konzerte möchte ich noch gar nicht zu sprechen kommen. Ich erinnere mich gerade ein Jahr zurück, da habe ich das Lied rausgebracht. Also das Lied, was da schon, glaube ich, 13 Jahre alt war und was Teil von Wohnen 2017 war, wo ich die ersten, sagen wir mal, gehaltvollen Solo-Klamotten, die ich jemals geschrieben habe, nochmal aufpoliert habe zu einem HD-Release, HD-Re-Release. Nachdem ich mit Metainf, das habe ich ja breit genug getreten hier auf dem Channel, ein Album gemacht habe, wo ich endlich das Gefühl hatte, ich bin an einem gewissen Checkpoint angekommen, was so meine Qualität anbetrifft. Ich habe mich ja jahrelang in ganz kleinen Tippelschritten emporgeirrt und jedes Jahr so ein bisschen was dazugelernt und war dann endlich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, was ich aufnehme, das klingt auch nach was. Gut, auf Metainf würde ich aus heutiger Sicht auch das ein oder andere noch anders machen. Ein paar Sachen sind vermischt. Ein paar Sachen, ich denke da an das Schlagzeug aus, wie hieß das Ding, Veltinstag. Hör am besten nicht nach. Das war ein bisschen durcheinander gepegelt und das konnte ich auch einfach nicht mehr retten. Aber alles in allem war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, cool, ich kann Sachen aufnehmen und die dann auch so stehen lassen und komme nicht in die Unannehmlichkeit, 2 Jahre später nochmal von vorne anfangen zu müssen, damit es dann besser klingt. Das war dann für mich der Grund zu sagen, ich fange jetzt an, alte Schinken neu aufzunehmen. Zum hoffentlich letzten Mal. Ich habe dann das Wohnen 2017, das habe ich ja auch ganz gut dokumentiert. Also wer hier auf dem Channel öfter mal gestreunert ist, der wird darüber gestolpert sein. Und das kam, wann kam das raus? Ich glaube im April. Was ich dann vorhatte, war am besten 2 Monate später gleich noch so ein Ding rauszuhauen, um damit dann endgültig alle alten Schinken irgendwie abzuarbeiten.
Also, wie fange ich das am besten an? Meine Diskografie war die Wohnsiedlung 2007, dann Präventiv Sieg, ein Album, was irgendwann mal auf MySpace stand, was in einem Schulkeller aufgenommen wurde. Kein Lied, könnte der eine oder die andere kennen, kein Lied war da ursprünglich drauf. Latte Macchiato tatsächlich auch, das hatte ich mir ja schon gemobst zwischendurch für Metainf. Und ansonsten sehr viel, ja, böser, punkiger Kram im weitesten Sinne. Dann ist jahrelang nichts passiert, was unter anderem auch damit zu tun haben könnte, dass meine Band zerbrochen ist und ich festgestellt habe, oh, was bis jetzt nur Demos für Mitmusiker waren, das wird zu meinen Veröffentlichungen werden müssen. Und das hat dann doch ein paar Jahre gedauert, um das dann auch wirklich vernünftig anpacken zu können. Dann kam Left in the Building raus, eine Punkrock-Oper, bei der ich furchtbar übertrieben habe. Das ist ungefähr so, wie wenn du... Kennst du das? Du schmierst dir ein Brötchen so zum Frühstück und du machst viel zu dick Butter drauf und viel zu viel Marmelade drauf oder weiß ich was. Und nach drei Happen merkst du, die Hälfte hätte es auch getan. Ungefähr so ist Left in the Building. Das sind nicht die schlechtesten Songs, aber es sind im Schnitt wahrscheinlich 5 Keyboard-Spuren zu viel pro Song und es hätten 2 Alben werden sollen. Ist nicht passiert. Dann gab es noch so ein Album, das habe ich so runtergeschrieben und es ist entsprechend scheiße geworden. Ihr findet das nicht mehr auf meinem Bandcamp. Es nannte sich Endgegner-Level. Hatte, glaube ich, 18 Songs und 15 kannst du in eine Tonne kloppen. Aber 3 sind halt ganz gut und um die war es dann schade. So. Ich bin also, und dann kommen halt die üblichen 3 Verdächtigen, dann kommen Notaufnahme, Seitenbrand, Metainf, die 3 Alben, die ich so stehen lasse, weil ich sage, das ist, Qualität genug, sage ich mal. Auch wenn ich Notaufnahme auch alle 2 Jahre neu mische. Ich müsste es jetzt auch mal wieder machen, weil die Bässe fehlen irgendwie. Ich habe gelernt, auch der gitarrigste Punkrock hat zumindest seit den 90ern einen sehr bassigen Unterbau auch. Da hört man gerne dran vorbei. Aber wenn ich irgendwie meine Aufnahmen anmache und danach irgendwie was Schönes Altes von Green Day oder so, dann merkt man das ganz krass. Und das wollen wir ja nicht. So, ich merke schon, ich komme vom 100. aufs 1000. Ich werde auch hoffentlich zu späterer Stunde nicht jeden Satz mit ich beginnen und vielleicht auch ein bisschen von anderen Menschen sprechen. Das klingt alles gerade sehr, sehr egoistisch, aber ich habe ja auch nur mein Jahr 2017 erlebt und nicht deins. Deswegen kann ich ja auch nur von mir berichten. So, lange Rede, kurzer Sinn. Was passiert ist nach Wohnen 2017? Ich dachte mir, okay, ich habe die ältesten Songs neu rausgebracht. Ich mache keinen Halt, ich mache direkt alle anderen. Also habe ich alle Songs von Präventivsieg, die ich retten konnte oder die schon gut genug waren, habe ich mir genommen. Alle Songs von Left in the Building, die ich fand, die es wert sind. Und diese 3, es sind sogar nur 2. Den Hamo-Song habe ich nicht neu aufgenommen. Die 2 von Endgegner-Level, das waren dann 25 Songs. Und habe direkt angefangen, weiter aufzunehmen. Und habe nichts davon gefilmt, aus folgendem Grund. Ich wollte das ein bisschen zeitökonomischer machen und habe mit Schlagzeug angefangen. Übrigens, wenn ihr hier Sachen klickt, ich spiele hier mit dem Plektrum rum. Ich habe auch einen sehr lauten Stuhl, auf dem ich sitze und draußen werden schon Böller gezündet und so. Ich bitte das zu entschuldigen. Ich weiß noch nicht, Stand jetzt, welche Musik Stand auch jetzt hier drunter liegen wird. Jo, ich habe Schlagzeuge aufgenommen in einem Rutsch. Das hat, weiß ich nicht mehr genau, das hat vielleicht 2-3 Wochen gedauert. Und dann hatte ich sämtliche Schlagzeuge für diese 25 Songs im Kasten. Und habe davon nichts gefilmt, weil es ist halt Schlagzeug. Du hast es schon zigmal gesehen oder falls nicht, kannst du es nachholen hier. Aber im Prinzip ist es halt immer das Gleiche. Und ich meine, im Gegensatz zu vielleicht einem Klavier oder einer Gitarre ist ein Schlagzeug jetzt nicht unbedingt das Instrument, auf das man Songs runterbrechen sollte. Ne? Wenn du dich dann an die Schießbude setzt und sagst, hey, ich habe was Neues geschrieben, hör mal. Ja. Ist irgendwie doof. So,
Wie sollte es dann weitergehen? Natürlich dann irgendwie Gitarren und Bass kam ich erstmal nicht zu, weil ich zwei Konzerte vor der Brust hatte. Das war im Mai. Einmal die Stay Wild Party. Stay Wild, muss man dazu sagen, war mein alter Stammladen in Iserlohn, der leider schließen musste. Und es gab dann ein Rockfestival praktisch von der guten Kiki, von der Besitzerin ehemalig. Und das zweite war das Festival um die Ecke von dem gemeinnützigen Verein für alternative Kultur, dem Whisper-Verein, den ich mit Sicherheit auch schon 100-mal erwähnt habe. Da gibt's jedes Jahr so ein Festival und endlich durfte ich da auch mal solo dran. Jetzt habe ich natürlich letztes Jahr, ihr erinnert euch wahrscheinlich, mir eingebrockt, meinen Schlagzeuger, der ich ja auch bin, mit auf die Bühne zu nehmen. Und halt nicht nur in Form von Playback, sondern in Form von Bild auch. Und wenn du einmal so einen Schritt gehst, dann kannst du natürlich nicht mehr zurück. Abgesehen davon ist es halt auch eine coole Sache, neben sich selbst zu stehen und nicht nur als so ein Hämpfling auf der Bühne zu stehen, während der übelste Rock gespielt wird. Das sah immer vorher ein bisschen verloren aus. Gerade bei größeren Bühnen, wie halt so eine Festivals dann auch haben. Ich bin dann sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Ich habe mir einen Beamer geholt und eine Leinwand, einfach weil das nicht so leicht kaputt gehen kann wie so ein Flachbildfernseher, den ich gar nicht besitze, den ich mir dann immer hätte leihen müssen, wenn ich gedurft hätte. Und deswegen habe ich da ein bisschen Erbe verbraten, was noch auf der hohen Kante für eventuelle Notfälle lag. Und was auch nicht mehr geworden ist in den letzten Jahren. Ich habe mich da öfter mal bedient, um mein Equipment aufzustocken. Ist auch egal. Was ich noch dazu mir geholt habe, ist mein Papi. Das ist mein Bassist. Das bin ich am Bass. Das ist ein Outdoor-Pub-Aufsteller, der, auch wenn er für Outdoor ist, nicht wahnsinnig Open-Air geeignet ist, weil, es kann oft windig sein auf so einem weiten Festivalgelände und dann kippt er gerne mal um. Ist auch egal, seitdem spiele ich in Dreierkette, ihr habt es sicher gesehen, falls ihr mal draufgeklickt habt. Und das hat natürlich zur Folge, dass ich nicht irgendeinen bestehenden Playback-Bestand habe, aus dem ich mich bedienen kann und dann irgendwie da meine Setlist zusammenbastel, sondern wenn ich Solo spiele, schreibe ich eine Setlist, dann setze ich mich ans Schlagzeug, idealerweise übe ich das dann 2-3 Mal und dann lasse ich die Kamera und die Mikros laufen und dann filme ich meinen Drummer und auf das Audio bastel ich dann separate, ist nicht das Wort, was ich wollte, aber maßgeschneiderte Playbacks dann für den einen Gig. So, das heißt, ein Konzert hat so 2 Wochen Vorbearbeitungsphase bei mir. Am Anfang waren es 3, ich konnte es jetzt ein bisschen runterbrechen, man kriegt natürlich auch Routine dabei, aber es ist schon immer ein ziemlicher Aufwand. Ich finde aber, es lohnt sich und unterm Strich mache ich es echt gerne und mache es auch weiterhin. Sofern ich denn kann, irgendwann in 10 Stunden bin ich dann wahrscheinlich bei meiner jetzigen Infrastruktur angelangt und was alles noch schief lief dieses Jahr, es liefen nämlich auch einige Sachen schief. Aber die 2 Konzerte liefen ganz gut und eigentlich wollte ich ja Bässe und Gitarren aufnehmen für alte Schinken von mir. Ging dann auch nicht, beziehungsweise wäre gegangen, aber es ist eine andere Arbeit dazwischen gekommen. Und zwar spiele ich ja seit 4,5 Jahren jetzt bald auch noch bei Fail. Falls du es noch nicht ausgecheckt hast, solltest du es unbedingt machen. Yada, yada, yada. Und bin da 2. Gitarrist, wenn man so will. Also gut, wir haben flache Hierarchien, ne? 21. Jahrhundert, flache Hierarchien. Aber ich spiele im Wesentlichen Rhythmusgitarre. So, jetzt bin ich bei Fail kein Gründungsmitglied. Und als ich in die Band kam, war gerade das Debütalbum rausgekommen. Don't Give a Fuck. Das wurde eingespielt noch mit meinem Vorgänger, mit dem ursprünglichen Rhythmusgitarristen. Und ich möchte dem nicht zu nahe treten. Der war auch sehr jung damals noch. Und ich bin dem nie begegnet. Doch begegnet bin ich dem mal, aber wir haben nie gequatscht irgendwie. Ich habe nichts gegen den, alles gut. Nur, der Gitarrensound war ziemlich grottig. Und was er letztendlich mit diesem Gitarrensound gespielt hat, war auch
ja, sagen wir mal, sehr basic. Also im Wesentlichen einfach die Akkorde, die dann gerade da sind, schön in Achteln oder, ne? Aber mit wenig Spirenzchen. Und wer sich jetzt ein bisschen mehr mit Fail auskennt, weiß, dass ich gerne mal Spirenzchen einbaue hier und da. Und über die Jahre habe ich halt meine Art und Weise, diese Songs zu spielen, praktisch, ja, entwickelt, peu à peu. Und es ergab sich dann, dass wir von besagtem Album kaum noch Exemplare hatten. Und mir der gute M, der Frontmann und Sänger und Gründer und Bandpapa, wenn man so will, mir da vorgeschlagen hat, wenn du willst, wirf einfach seine Spuren raus und nimm deine auf. Und ein paar Backings habe ich auch noch, die jetzt nicht unbedingt im Original sind, die ich noch drüber oder drunter singe. Und aus der Produktion konnte man auch noch ein bisschen mehr rausholen. Also bin ich in den Keller gegangen und habe ja praktisch den guten Cedric aus der Geschichte eliminiert. Tut mir leid. Und durch mich ersetzt. Das hat dann auch noch mal ein paar Wöchlein gedauert. Und es klingt schon wesentlich besser als vorher. Es ist nur leider noch nicht auf dem Markt, weil diese wenigen Exemplare von dem Album, die wir noch hatten, die haben bis heute überlebt. Deswegen hatten wir noch nicht die Notwendigkeit, eine neue Pressung zu machen. Und abgesehen davon warte ich auch noch auf abschließendes Feedback. Also ich weiß, dass den anderen aus der Band nicht alles so gefällt, wie ich es gemacht habe. Aber ich muss das nochmal im Einzelnen wissen, um das korrigieren zu können. Und erst wenn alle mit allem happy sind, dann kann ich das auch so verabschieden. Ja, dann habe ich halt das aufgenommen. Und man muss dazu sagen, ich bin ja auch berufstätig, weil alles das, was ich mache, reicht halt vorne und hinten nicht. Es reicht zum Refinanzieren von Verschleißteilen, von Sprit, von zur Vorproduktion von Alben, von Merch und so weiter. Je nach Band ist das ein bisschen anders. Aber für meine Miete muss ich mal lochen gehen. Und da bin ich eigentlich relativ gut dran. Ich bin, ich habe das irgendwann, als ich noch Videos gemacht habe in der alten Zeit, habe ich das mal so durch die Blume gemacht, dass ich woanders angefangen habe, in auch einer anderen Branche. Tatsächlich, heute vor einem Jahr endete meine Probezeit da. Und das war halt auch noch so eine Sache, die sich durch das Jahr zog. Ja, und eine andere Sache war auch noch im Weg, so ein bisschen zeitlich gesehen. Das waren die Konzerte. Und wo ich gerade bei Fail bin, 2016 hatte Fail kaum Konzerte. Und die wir hatten, waren jetzt auch nicht die allergeilsten. Wir haben in dem einen Laden haben wir mal akustisch gespielt, weil für laut wäre es zu klein gewesen. Dann haben wir uns überlegt, wir treten einfach mal online auf, bei Jeff, bei unserem Bassisten im Keller, weil das ist der einzige, naja, Proberaum mit Internet, den wir so zur Verfügung hatten und auch immer noch hätten. Sonst würde ich nämlich ganz andere Späßchen machen. Aber gut, war alles nicht so rosig. Das hatte damit zu tun, dass wir einen Booker hatten, also eine sehr, sehr kleine Ein-Mann-Booking-Agentur, die uns in den Jahren davor mal hierhin bestellt hat und mal da hat auftreten lassen und mal dort und so weiter, die sich dann aber in den Ruhestand versetzt hat. Und dann standen wir da und kamen irgendwie nicht rechtzeitig aus den Startlöchern, das alles selber zu organisieren, 2016. 2017 hat das ganz gut geklappt. Letztes Jahr im November habe ich mich hingesetzt und habe ganz, ganz viele Läden recherchiert und eine riesen Hashtag Excel-Tabelle angefertigt. Gibt es die Läden noch? Wie groß sind die? Was spielt da sonst so für Mucke? Geht da Punkrock überhaupt vom sonstigen Programm, von den Räumlichkeiten her und so weiter und so fort? Wie sind die Kontaktdaten? Dann habe ich nochmal über das geguckt, was Fail so an Veranstalter und Clubbesitzer rausschickt. Das klingt jetzt so, als wäre ich der Einzige gewesen, der da Arbeit gehabt hätte. Das stimmt absolut nicht. Wir haben Aufgaben verteilt und das auch ziemlich gleichmäßig, aber das ist halt, was ich gemacht habe. Und das trug dann so seine Früchte
ja, kurz bevor das Jahr losging, da purzelten dann so die ersten Konzerttermine rein und sind, lass mich nicht lügen, 5, 7, 12, 18, habe ich mich verzählt, 16 oder 18, ich habe es jetzt kurz überflogen, mal haben wir gespielt dieses Jahr in Deutschland in überwiegend kleinen Läden in kleinen Städten, aber warum nicht, ne? Solange es diese Läden noch gibt, weil überall machen sie ja zu. Ja, jedenfalls, wo sind wir jetzt? Eigentlich wollte ich doch alte Songs aufgenommen haben, ne? Stattdessen habe ich alte Fail-Songs aufgenommen, Träumchen, und wir haben halt gespielt und ich war arbeiten und habe ja auch noch ein Leben, so nebenbei. Ja, wie komme ich da am besten rein? Mir wurde damals, wir haben ja im zarten Teenageralter mit dem Musikbusiness zu tun gehabt und reiche Leute in dicken Anzügen, dicke Leute in reichen Anzügen, in teuren Anzügen getroffen. Und uns wurde damals dringend empfohlen, man wollte uns so ein bisschen popmäßig vermarkten, weil wir waren sehr jung und gerade ging Tokyo Hotel durch die Decke und alle wollten die nächsten 35.000 Schülerbands haben. Um da im Fahrtwasser noch so ein bisschen auszumelken, ne? Wie man das halt so kennt. Und da wurde uns dringend empfohlen, auch im Zuge der Bravo- und Yam-Presse und so weiter, unsere Beziehungen, also unsere Freundinnen, möglichst geheim zu halten, weil wir sind ja Jungs und darauf stehen dann Mädels. Natürlich nicht nur, aber im Großteil. Und uns wurde auch erklärt, ja, wenn du jetzt eine heiße Sängerin hast und auf die stehen die Jungs, die machen das eher heimlich. Die kaufen sich jetzt nicht alles, was die raushaut. Aber die Mädels, wenn die auf Jungs stehen, die Musik machen, dann müssen die alles haben, was da irgendwie im Shop ist. Und deswegen sollten wir bloß unsere Freundinnen geheim halten. Es ist jetzt 10 Jahre später und ich fand das damals schon nicht so cool irgendwie, dass mein Privatleben wichtiger ist als mein musikalischer Output. Ich wollte auch nie in der Bravo und Yam stehen, ich hätte gerne im Rolling Stone gestanden, aber man muss es halt nehmen, wie es kommt. Auf jeden Fall, der Zug mit dem Popstar ist eh abgefahren und ich habe eine Freundin und die habe ich auch nicht erst seit gestern und auch nicht erst seit diesem Jahr und die möchte ich auch gerne noch eine Weile behalten und deswegen muss ich und möchte ich mir dafür natürlich auch immer mal wieder Zeit nehmen. So, und zusammen hatten wir jetzt was Großes vor. Ich bin ja nach meinem Bachelorstudium, wollte ich ja unbedingt nach Berlin, weil es jeder wollte, habe ich dann sein gelassen, aus Gründen, auf die ich nicht eingehe, das können andere besser als ich. Und im Wesentlichen aber auch aus Angst vor der Alternative bin ich zurück in die wunderschöne Stadt Iserlohn, die man vor 10, 20 Jahren noch kannte, weil sie am hintersten Ende von Pointen, also von Witzen, sich befand, weil sie damals wohl schon irgendwie eine Lachnummer gewesen zu sein scheint. Ich weiß es nicht. Ich komme daher. Ich kenne die Witze nicht, bis kaum. Ich weiß, einer steht in der Ärztebiografie, in der alten Ärztebiografie, die ich irgendwann mal im Zug liegen gelassen habe. Geil. Falls du der neue Besitzer bist, Glückwunsch. Okay, ich verlaufe mich gerade. So, wir hatten Großes vor. Ich wollte unbedingt wieder raus aus Iserlohn und ich wollte zurück nach Köln, wo ich schon ein paar Jahre rumgewohnt habe und im Rückblick nicht das Gefühl hatte, da großartig was draus gemacht zu haben, weil ich auch noch mit einem Bein in der alten Heimat stand oder mich habe rumpeitschen lassen oder irgendwelche Fernbeziehungen, ich wollte gerade erst Fremdbeziehungen sagen, geführt habe und dann weder in der einen noch in der anderen Stadt war. So, ich habe heute vor einem Jahr habe ich in einer WG gewohnt mit 2 Jungs, würde sagen Freunden, auch wenn ich nicht annähernd so viel gemeinsame Zeit mit denen verbracht habe, weil ich immer an irgendwas gewerkelt habe. Und meine werte Herzdame hat in einer Zweier-WG gewohnt, die zu einer Einser-WG wurde. Und weil sie aber auch mit sollte und wollte nach Köln, und das hatten wir uns vorgenommen. Und damit das nicht zu sehr ins Geld geht, bin ich dann erstmal zu ihr gezogen. Ich bin so viel umgezogen dieses Jahr, es war ein Traum. Und habe dann 4 Monate in einer Wohnung verbracht, mit der ich zwangsläufig nicht so ganz warm geworden bin.
weil ich mich da auch nur sehr behelfsmäßig einrichten konnte, halt da, wo Platz war für meinen ganzen Scheiß. Ihr habt die Wohnung nicht gesehen, hättet ihr fast, weil ich im Sommer irgendwann einen Wasserstands-Vlog machen wollte über den Wasserstands-Proberaum, das erzähle ich gleich alles noch, wenn ich bei den schiefgegangenen Sachen bin. Habe ich aber nicht rausgehauen, weil, naja, mein Channel lag eh brach und ich wollte dann auch nicht ein Video raushauen, wo ich Leute nur vertröste und sage, ja, Dinge werden passieren, sondern ich wollte mich halt erst zurückmelden, wenn ich was vorzuweisen habe. Hoffe, das kann man einigermaßen verstehen. So, jedenfalls bin ich dann dahin umgezogen, während Konzerte gespielt wurden, während ich arbeiten gegangen bin, während natürlich auch immer Proben stattfanden und während ich eigentlich alte Songs neu aufnehmen wollte. Dann waren wir im Sommer, da wurden die Konzerte ziemlich viel. Also, ja, es geht. Ich guck mir das gerade an. Also es hat im April angefangen Fahrt aufzunehmen und dann bis Oktober einschließlich war es doch ziemlich viel. Danach ist es ein bisschen ausgeplätschert. Aber so ist es halt. Es ist halt unterm Strich auch so ein bisschen eine Saisonsache. Warte mal, ich trinke mal kurz einen Schluck Kaffee. Ich habe hier so einen halben Liter stehen gegen die Nervosität. Das hilft bestimmt Wunder. Sekunde. So. Es gab übrigens auch immer mal wieder Konzerte mit einer Band. Wer meine Vorbereitungsvideos gesehen hat auf das Ich spiele mit mir selbst Konzert aus letztem Jahr, dem wird das was sagen. Eine Band, die bis vor kurzem noch auf den wundervollen Namen hörte, The Miracle of Drawing by Numbers. Sehr einprägsam, sehr SEO-optimiert. Ich habe immer mal nach Zahlen gesagt, weil es aufs Gleiche hinausläuft. Da bin ich eingesprungen kurzfristig, an dem Abend, an dem ich mit mir selbst Solo gespielt habe. Das war ein Samstag und dienstags habe ich gehört, dass deren Drummer nicht konnte. Also habe ich mir 20 Songs am Schlagzeug reingepfiffen, im Wesentlichen Rock durch die Jahrzehnte, etwas härterer Rock, Guns N' Roses, AC/DC, so ein Kram halt, ne? Und war dann tatsächlich nicht mehr so ganz wegzudenken aus der Band und habe dann auch sämtliche weiteren Konzerte mit denen bestritten. Das waren jetzt nur eine Handvoll, genau eine Handvoll dieses Jahr, aber das kam natürlich auch noch dazu. Meine Bildschirme gehen aus, ich muss doch hier auf Sachen gucken. Und eigentlich wollte ich ja alte Sachen neu aufnehmen und ich hatte es auch eilig damit, theoretisch, weil ich danach auch gerne wieder an neuen Sachen arbeiten wollte. Ich wurde jetzt von einigen Leuten schon gefragt, wann kommen denn neue Sachen von dir raus? Habe ich zwei Meinungen zu. Die eine ist, selbstverständlich habe ich da auch mega Bock drauf. Es ist aber nicht so einfach, weil ich gemerkt habe, die letzten Songs, die ich geschrieben habe, hing ich so ein bisschen fest in so meinem eigenen Schema F irgendwie. In so einem Strophe-Bridge-Refrain, Strophe-Bridge-Refrain, Solo, C-Teil, Refrain-Refrain. So, ne? Und klar, jeder Song ist ein bisschen anders, aber wenn du auf das Gerüst da drunter guckst, dann... Ja, und irgendwie möchte ich da gerne ausbrechen und ich möchte auch nicht auf meine Sounds irgendwie beschränkt bleiben und möchte da ein bisschen experimentieren. Aber ich bin halt auch ein ganz schlimmer Eins nach dem anderen Mensch. Deswegen, wenn ich mir jetzt die eine Sache vorgenommen habe, dann mache ich auch erst die zu Ende und fange dann was anderes an, weil sonst komme ich ganz durcheinander oder mache Sachen halbherzig oder irgendwas bleibt auf der Strecke liegen und das wollen wir ja alle nicht. Die andere Meinung, die ich dazu habe, ist, dass, gut, wenn wir jetzt die Kack-Alben, ich nenne sie jetzt einfach mal die Kack-Alben, Left in the Building und Endgegner-Level mitzählen, und dann Notaufnahme und Seitenbrand und Meta-Inf, dann habe ich von 2012 bis 2016 5 Platten rausgebracht. Zwischendurch noch so ein Live-Ding und dieses Jahr auch noch so ein... Gestimmt, das Live-Ding habe ich ja auch noch gemacht. Ja, erzähle ich dann gleich auch vielleicht. Naja, ich kenne ehrlich gesagt die Bands nicht unbedingt, die so einen Output haben, zumal man ja auch feststellen kann, dass meine Alben immer ziemlich überfüllt sind, weil, naja, Punkrock ist
für gewöhnlich, auch wenn jetzt nicht jeder Song Punkrock ist, aber viele sind es dann doch. Ist halt laut, meine ich gar nicht, ist halt schnell. Und so kannst du einfach dieses Gestrüpp da, Gerüst haben. Strophe, Bridge, Refrain und noch was und noch was und noch was und du kommst mit 2,5 Minuten raus und dann hast du 10 solche Songs und bist, hast vielleicht eine halbe Stunde voll. Und eine halbe Stunde ist für mich kein Album. Bei Metainf habe ich ein bisschen aussortiert, da sind es 15 geworden, weil ich auch festgestellt habe, oft habe ich zu viel Spreu unter dem Weizen gehabt. So, wie gesagt, ich habe ja gesagt, Left in the Building hätte eigentlich 2 Alben werden sollen. Ist auch egal. Ja, was passiert ist, dadurch, dass ich für jedes Konzert mit Echtzeit-Drummer eigene Playbacks aufgenommen habe, hatte ich natürlich, alle Proben auch immer aufgenommen habe, was ich mal gelernt habe, was wichtig ist, weil dann kannst du nämlich hinterher nachhören, ob es denn klingt oder wo du dich verhauen hast oder so, weil man es manchmal auch nicht so genau merkt oder wahrnimmt beim Spielen und Singen. Oder stell dir vor, ich probe eine Dreiviertelstunde durch und beim zweiten Song verhaue ich mich. Das weiß ich nach dem 12. nicht mehr. Deswegen habe ich immer minutiös alles aufgenommen und hatte dann letztendlich eine ganze Menge Material. Also nach den Stay Wild und Whisper-Konzerten waren es dann insgesamt 3 Gigs, auch mit relativ verschiedenen Setlists, von denen ich dann auch einige Takes hatte. Also ich habe mal 3 Proben mitgeschnitten, mal 4 Proben, ich glaube einmal sogar 6 Proben mitgeschnitten und habe in minutiöser Kleinstarbeit mir diese gesamten Takes durchgehört. Hab dann erstmal eine Vorauswahl getroffen, was ist nicht so schlecht, und hab dann, wenn ich von einem Song irgendwie 3 oder 4 verschiedene Takes ausgesucht hatte, dann die nochmal verglichen und geguckt, was ist denn da am besten geworden, und habe dann auch nochmal heimlich, still und leise, man sollte es ja nicht verraten, aber ich mach's trotzdem, nochmal geguckt, war denn da alles so schön an der Gitarre zum Beispiel, oder gab's vielleicht in der Probe davor, habe ich die Passage ohne den und den Schnitzer gespielt, dann habe ich da noch so ein bisschen Overdubbing betrieben, aber natürlich auch nur mit dem Originalmaterial, also ich habe da nichts noch zu aufgenommen. Das hat mich so 20 Seiten College-Block gekostet und auch die ein oder andere Stunde. Aber unterm Strich habe ich ein Live-Album, was ich verschenke auf fcbaum.de, was man sich besser merken kann als die Bandcamp-Seite. Es leitet weiter auf die Bandcamp-Seite, also auf meiner Bandcamp-Seite fcbaum.de. Und weil ich ja vor Jahren diese lustige Spielerei mal betrieben habe, ein Live-Album komplett zu faken, was auch zu viel Marmelade hatte, was eine lustige Idee war, aber auch einfach übertrieben wurde, und dieses Live aber nicht Live genannt habe, heißt das jetzige Live und fast Live. Und ich freue mich drauf, vielleicht in einigen Jahren mal ein Live zu veröffentlichen. Ich würde mich echt freuen. Fände ich cool. Als ich das dann fertig hatte, standen ein paar Dinge im Raum. Und zwar, wir wollten nach Köln. Und das machst du ja mal nicht eben an so einem Nachmittag. Wir haben das Glück, meine Freundin und ich, wir haben den gleichen Arbeitgeber. Und es ist ein Arbeitgeber, der in ganz Deutschland ist und von dem man sich versetzen lassen kann. Also haben wir mal gefragt, ob wir uns versetzen lassen können. Was jetzt keine Garantie ist, dass das auch klappt, weil man kann sich vorstellen, in so eine Stadt wie Köln wollen nicht nur wir. Hat erstaunlich gut geklappt. Das hat, weiß ich gar nicht, glaube 2 Wochen gedauert. Da hatten wir beide eine jeweils neue Adresse, zu der wir dann anfangen konnten. Dann fehlte nur noch eine Wohnung. Und man hört ja immer Albtraum-Stories über den Wohnungsmarkt in großen Städten und Köln ganz vorne weg. Also haben wir uns eine Riesenplatte gemacht, das auch hinzukriegen, und hatten sehr großes Glück. Hat eine Woche gedauert, dann hatten wir eine Wohnung, in der sitze ich jetzt und bin hier auch ein bisschen besser eingerichtet und fühle mich hier auch ein bisschen wohler und bin jetzt auch hier, um zu bleiben. Aber natürlich, dieses ganze Drumherum organisieren und alleine so ein fucking Text zu schreiben,
für Vermieter, ne, um sich auf eine Wohnung zu bewerben. Gerade wenn man sich dann dazu, wenn man dazu neigt, sich da zu viel Kopf drum zu machen, wie meiner einer, das kann dir die Nachmittage auch ganz schön fressen und auch die Kraft rauben. Und ja, es stand halt eine ganze Menge an. So, dann hatten wir die Jobs sicher, dann hatten wir die Wohnung sicher. Ich wollte unbedingt zurück an die Uni. Ein Master machen in Musikwissenschaft, nicht unbedingt, weil ich so mega eilig damit habe oder weil ich jetzt sage, ich brauche unbedingt den Master, sondern zum einen natürlich, weil es ein paar Vorteile mit sich bringt, Student zu sein, das verschweige ich auch nicht, zum anderen, weil ich weiß, die Leute, die da rumlaufen, sind im Wesentlichen auch alles Musiker und ich möchte gerne unter so eine Leute kommen und möchte auch ein bisschen über den Tellerrand und meinen Horizont erweitern und da tun, glaube ich, neue Einflüsse ganz gut. Neue Leute kennenzulernen ist nicht so einfach, wenn man in den 3,5 Seminaren, in denen man sitzt, sich bis heute noch nicht einmal zu Wort gemeldet hat. Da muss ich unbedingt dran arbeiten, aber irgendwie so intellektuelle Diskurse schüchtern mich immer ein. Ich fühle mich dann in dem Moment einfach... Ich halte mich für nicht so wahnsinnig schlau und das, was ich zu sagen hätte, auch für nicht so wahnsinnig... zuträglich. Auch wenn das wahrscheinlich kompletter Blödsinn ist, aber naja, jeder hat so seine Macken, nicht wahr? Ja, jedenfalls, das bedingte sehr viel Hin- und Hergefahre und sehr viel Papierkram und sehr viel Telefonate und auch währenddessen arbeiten, proben, Konzerte spielen hier und da und dort. Aber unterm Strich hat das alles geklappt. Wo wir gerade wieder bei Konzerten sind, es gab ein wundervolles Wochenende. Freitags habe ich irgendwo in Hessen gespielt, mit besagten Malen nach Zahlen, auf einem kleinen, aber sehr familiären und sehr schicken Open-Air-Festival, wo wir dann auch gecampt haben und sind dann an dem Samstag weitergefahren, ja, in die Ecke von Dresden, wo wir mit Fail gespielt haben und auch gecampt haben. Sind sonntags zurückgefahren. Irgendwo in bestimmten Bundesländern hörten gerade die Sommerferien auf. Das hat man gemerkt auf den Autobahnen. Unsere Abgaswarnleuchte ging an, gerade als wir losfahren wollten. Man muss dazu sagen, ich besitze kein Auto. Meine Freundin besitzt ein Auto, was aber ja, ziemlich altersschwach ist und wahrscheinlich auch bald wieder wegkommt. Und so man das irgendwie finanziert kriegt, dann durch ein finanziertes Neues ersetzt wird. Also nicht brandneues, das wäre utopisch, aber weißt, was ich meine. Sorry, ich bin hier mit Plektrin am Wuseln. Ja, und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass wir dann irgendwann, wir sind dann nur noch 100 gefahren, das hat nicht unbedingt dazu beigetragen, dass wir schnell durchkamen von Dresden. Genauso wenig wie dieses Ferienende. Als wir dann irgendwann um 21 Uhr wieder im Proberaum waren, also in dem, den ihr kennt, mit diesem Netz an den Wänden, praktisch so ein bisschen wie Gitter, weil jeder hat ja sein portables Gefängnis. Als wir dann zurückkamen, mussten wir ausräumen, mussten alles aus dem Raum entfernen, mussten sämtliche Drumpodeste kleinschrauben, weil dieser Keller gehört zu einem Komplex mit, ich glaube, 11 verschiedenen Proberäumen, Kellerräumen. Und es gab immer mal wieder Wasserschäden und so auch letzten Sommer. Zum Glück hat unser Raum nicht viel davon mitbekommen, also es ist jetzt nichts abgesoffen. Es gab sehr viel Luftfeuchtigkeit und Sachen sind sehr schnell gerostet und ja, auf Dauer ist das mit Elektronik auch nicht so geil. Ne, wenn es einen Funken gibt, dann hast du vielleicht ein Problem? Und so kam der Hausbesitzer auf die Idee, wir holen da jetzt alle Bands raus für 2 Wochen und machen den Boden komplett neu, weil dieser Wasserschaden kam, obwohl es im Keller ist, durch den Boden, also durch das Fundament hat sich das durchgedrückt irgendwie. Das muss man auch erstmal schaffen, aber es war halt so. Jedenfalls sollten wir dann für 2 Wochen aus diesem Raum raus, was ja auch gleichzeitig mein Tonstudio war, wenn man so will. Da haben wir ja die Wohnen 2017 Videos gedreht und die letzten Meta-Imps auch. Da habe ich halt meinen Scheiß aufgenommen. Aus diesen 2 Wochen wurden 4 Monate. Wir sind jetzt seit 2 Wochen, glaube ich, wieder drin.
wissen noch nicht genau, ob sich das überhaupt noch lohnt, weil ich wohne jetzt in Köln. Ich kann nicht mehr jede Woche zur Probe kommen und wir müssen auch nicht unbedingt jede Woche proben. Ich kann aber auch gleichzeitig da keine Aufnahmen mehr machen. Zum einen, weil es dann immer mit sehr viel Zugfahrt und Zeitaufwand und Reisestrapazen zu tun hat. Zum anderen, weil so 3/4 der Schalldämmung einfach verschwunden ist bei dieser Restauration des Raumes. Die ist irgendwann von den Wänden gerissen worden, weil die Wände waren auch feucht von innen und mussten erstmal austrocknen und nie wieder drauf gelandet. Das heißt, es klingt da jetzt wie in einer Bahnhofshalle und du willst da keine Aufnahmen drin machen. Klasse. Wir zahlen natürlich immer noch die gleiche Miete. Aber ich meine, streng genommen gehörte uns auch gar nicht die Abdämmung, also beziehungsweise die gehörte nicht zu dem Raum. Die hat irgendeiner da drin gelassen, wollte da mal Geld für haben und ich habe keine Ahnung, wo sie jetzt gelandet ist. Jedenfalls das erstmal so zur Logistik. Dann sitze ich da also und die erste Woche geht ins Land und die zweite Woche geht ins Land und ich wollte ja eigentlich alte Songs neu aufnehmen. Und ich wollte ja schnell damit fertig werden, damit ich neue Songs zusammen experimentieren kann. Ja, und dann nach 2 Wochen habe ich den Vermieter mal gefragt, wie sieht's aus? Und es sah so aus, dass das noch dauern kann. Wie gesagt, insgesamt sind 4 Monate daraus geworden und ich sitze da und warte und nochmal eine Woche drauf frage ich nochmal nach. Nichts passiert. Also habe ich mir gesagt, okay, die Schlagzeuge hast du. Den Bass nimmst du einfach digital auf, so wie früher auch, so wie bis einschließlich auf dem Seitenbrandalbum über so eine alte Line 6 Niere, die eigentlich für Gitarre ist, aber scheiß der Hund drauf, ziehst du einfach 35 Equalizer drüber, dann hast du schon einen okayen Basssound und ansonsten kriegt man ja auch immer alles nochmal mit dem wundervollen Schlagwort Punkrock zurecht gerechtfertigt. Punkrock ist bei mir immer die Abkürzung für sorry, ich bin nicht ganz so gut. Und dann habe ich die Bässe drauf aufgenommen und währenddessen weitergewartet, ob der Raum vielleicht fertig wird. Das war nicht der Fall. Und dann dachte ich mir, dann guckst du dich jetzt nach einer Alternative um. Weil es wird ja wohl irgendwo in irgendeinem Proberaum eine Ecke frei sein, wo ich mit einer Gitarrenbox und einem PC hin kann und Gitarren aufnehmen. Mir fiel da auch ein bestimmter ein. Ich spiele nämlich auch noch. Jetzt hatten wir Fail und wir hatten Mal nach Zahlen. Ich spiele im Social Club. Das ist deine Lieblings-Cover-Rock-Band, in der spiele ich auch seit Jahren. Ich habe auch das ein oder andere Schnipsel mal in Videos geworfen. Vielleicht hast du mal was davon gesehen oder gehört. Einige Konzerte stehen auch live online, nicht auf diesem Kanal, sondern bei The Little Drummer Baum, wo immer mal wieder Sachen davon landen. Einfach nur, weil ich gerne Sachen dokumentiere und festhalte für die Nachwelt, um sie meinen Enkeln zu zeigen und so weiter und so fort. Wir sind, ganz kurz, bevor es da jetzt wieder irgendwie Ungereimtheiten gibt, je nachdem, wer du gerade bist und ob dir das wichtig ist oder nicht, wahrscheinlich in den meisten Fällen ist es dir nicht wichtig, aber ursprünglich hieß diese Band und heißt sie auch immer noch Buena Vista Social Club. Das hat mit diesem besagten Verein für alternative Kultur, dem Vispa-Verein aus Hema im Märkischen Kreis im Sauerland zu tun, der zurückgeht auf einen Menschen, der Vispa genannt wurde, der leider verstorben ist, der sich einige Jahrzehnte für lokale Bands und Kunst und Kultur und so weiter eingesetzt hat. Und wir waren tatsächlich ursprünglich und sind es auch immer noch die Coverband, wie sie festgeschrieben wurde in der Satzung von diesem Verein. Das heißt, wir waren praktisch der Hauswein und wir haben auf sämtlichen Vispa-Veranstaltungen gespielt und machen das auch heute noch, wollten aber auch darüber hinaus uns gerne buchbar machen für Veranstalter und wer auch immer gerade eine Coverband braucht. Und da der Name dafür ein bisschen uncatchy und ein bisschen, es versteht dann halt auch nicht unbedingt jeder, was das heißen soll, machen wir dasselbe nochmal in grün und nennen uns nur Social Club. Ja, das ist auch Coverrock, das hat jetzt nicht den Schärfegrad von Malen nach Zahlen, da hast du dann auch mal Alanis Morissette zwischen und Lady Gaga zwischen und es gibt schon gut auf die Fresse Songs, aber es ist halt von Softrock bis Hardrock, es ist sehr ausgewogen, sag ich mal.
Und wir proben traditionell in einem Jugendzentrum. Und wie das bei wahrscheinlich vielen bei vielen Jugendzentren der Fall ist, die haben dann irgendwann geschlossen, wenn Ferien sind. Und so war es auch diesen Sommer. Und wir hatten aber Konzerte und mussten proben und sind dann gelandet im Proberaum von unserem Bassisten, der seit Jahr und Tag auf den wundervollen Namen Danone hört. Ich weiß nicht, wo es herkommt, aber ich finde es einen sehr sympathischen Namen und auch einen sehr sympathischen Menschen und Mitmusiker. Und der spielt noch in einer anderen Band und die proben woanders. Und da konnten wir dann für ein, zwei Wochen unterkommen. Also habe ich Danone angehauen. Wie ist das eigentlich mit dem Proberaum? Könnte ich da rein? Könnte ich da Gitarren aufnehmen? Das hat dann nochmal ein, zwei Wochen gedauert. Ich musste ihn auch nochmal dran erinnern und er musste das nochmal abklären mit Leuten, die dann auch nicht sofort geantwortet haben. Und dann hieß es, yo, das funktioniert. Ich kriege einen Schlüssel und ich kann mit Sack und Pack dahin. Also bin ich mit Sack und Pack dahin und hab dann da angefangen, Gitarren aufzunehmen an einem Abend, wo ich aber, also da habe ich aufgebaut und dann hatte ich noch eine Stunde Zeit, bis ich wieder los musste, habe ich schon mal langsam so easy starting so angefangen und wollte am nächsten Vormittag, hatte ich frei, wollte da weitermachen, bin um 11 Uhr da aufgeschlagen und um 12 Uhr kommt so ein Typ rein. So ein Typ, der sich da als Hauptmieter selbst einschätzt und da viel rumspringt, ein ganz erfahrener Bassmann mit einem schicken Hut auf, ein ganz wichtiger und ein ganz cooler, auch so ein Musiker alter Schule, weißt du? Wie gesagt, Sonnenbrille, Hütchen und ne? Der wurde wohl zwar, wurde mir dann später auch nochmal bestätigt von besagtem Danone, der wurde fünffach informiert, dass ich davor habe und gedenke, Aufnahmen zu machen und es war nie ein Problem. Und als er mich dann da angetroffen hat, sagt er, wer bist du denn? Was ist denn hier los? Ich dachte, unser Gitarrist ist schon da. Und die wollten dann den ganzen Tag über proben. Er wollte dann aber nochmal los, nochmal frühstücken und den Rest der Band abholen und ich könnte in Ruhe weitermachen. Also habe ich dann nochmal 2 Stunden weiter aufgenommen und dann kam er zurück und meinte, nee, also das geht so nicht. Das können wir so nicht machen. Das wurde nicht mit mir abgeklärt. Hier steht ja unser ganzes Equipment und hier soll ja jetzt nicht Hinz und Kunz rumspringen. Und der Danone, der kann sich auch warm anziehen, dass er einfach den Schlüssel weitergibt und so weiter. Wenn das nochmal passiert, dann fliegt er ja aber hochkant raus und so weiter. Das war, also es war ein richtig sympathischer Mensch, der auch zu keinem Zeitpunkt darüber nachgedacht hat, dass ich jetzt auch kein Gold kacke und dass ich sämtliche Sachen, die lebenswichtig für mein Musik machen sind, einfach dazu für mich fremde Leute in den Raum stelle, wo ich auch nicht weiß, wer da vielleicht dran rumfuchtelt oder nicht. Ja, das war sehr sympathisch und letztendlich bin ich dann in besagtem Jugendzentrum untergekommen, was auch klingt wie eine Bahnhofshalle, aber für Gitarre war es dann doch noch okay. Und ich habe dann, während wir zu Hause schon, weil wir sind inzwischen im September, während wir schon Umzugskartons noch und nöcher gepackt haben und Farbe gekauft und weiß ich was da noch alles, ne, halt diesen ganzen Umzugslogistik-Scheiß. Währenddessen bin ich dann noch jeden Tag für ein paar Stunden da verschwunden und habe Hals über Kopf die Gitarren fertig gemacht. Hätte gerne auch noch den Gesang hingekriegt, weil wie gesagt, ich hatte es ja eilig. Habe ich aber nicht mehr. War aber auch nicht so schlimm, weil ich habe es exemplarisch mal an einem Song ausprobiert und von der Raumakustik her, das hätte ich nicht veröffentlichen wollen. Also bei aller Liebe. Trotzdem gilt ein Riesendank natürlich dem Jutz Iserlohn, dass ich da praktisch Asyl bekommen habe. Dann hatte ich endlich meine fucking Gitarren. Also ich hatte Schlagzeug, Bass, Gitarren fertig und im Grunde fehlte nur noch Gesang. Die allermeisten Songs haben eh keine anderen Instrumente und bei den Songs, die andere Instrumente haben, mit einer Ausnahme habe ich es hingekriegt, alles wirklich im gleichen Tempo aufzunehmen wie damals, so dass ich die anderen Spuren von damals einfach copy-pasten konnte und vielleicht nochmal drüber mischen, aber ja, besseres Equipment an der Baustelle, also Keyboard, habe ich eh nicht,
Von daher wäre es aufs Gleiche hinausgelaufen, hätte ich es nochmal neu aufgenommen. Deswegen dachte ich, kannst du auch einfach copy-pasten. Ja, dann sind wir also nach Köln gezogen mit 25 Instrumentals, die ich fertig hatte. War glücklicherweise dann, also glücklicherweise mit einem ganz großen Kappa davor, und dahinter war es so, dass wir nicht früher in die neue Wohnung konnten. Also wir haben zum Oktober, da ging glaube ich ein Knaller gerade, wir haben zum Oktober gekündigt, die alte Wohnung. Wir brauchten zum Oktober eine neue Wohnung, weil im Oktober ging die Arbeit los, im Oktober ging das Semester los. Und die Wohnung, die wir gefunden haben, die auch eine Wahnsinnsbude ist, also wir sind mega happy hier, die ging halt leider wirklich erst ab Oktober. Und unsere Vormieterin hat dann geguckt, ob sie wenigstens ein paar Tage vorher raus könnte. Ging aber auch nicht, weil sie auch nicht vorher in ihre neue Bude gekommen ist. Jedenfalls begab es sich dann so, der 1.10. war, glaube ich, ein Sonntag. Wir haben freitags mit Fail in Witten gespielt. Wir haben samstags, habe ich mir eine größere Karre geliehen von einem Freund und Musikerkollegen von Malen nach Zahlen. Und wir haben Umzugskartons runtergefahren. Sind zurück, haben die Bude gestrichen, die alte. Sonntags haben wir die Bude gestrichen und dann hatte ich ein Konzert mit dem Buena Vista Social Club. Montags haben wir die Bude gestrichen und dann hatte ich ein Konzert mit dem Social Club. Dienstags war Tag der Deutschen Einheit. Wir hatten ein paar Helfer organisiert und wir haben die ganzen Möbel runtergefahren. Sind dann wieder zurück in die alte Bude, haben die fertig gemacht, brauchten auch noch den nächsten Vormittag, haben alles, den letzten Scheiß irgendwie ins Auto geworfen, den letzten Müll weggefahren und gehen da um 14 Uhr Pi mal Daumen aus der Tür und wollen nach Köln fahren, um da zu bleiben. Da werde ich angerufen von meiner neuen Arbeit. Sag mal, du arbeitest seit 5 Minuten. Ich sag, woher soll ich das wissen? Ihr wolltet mir doch die Dienstpläne durchgeben. Na, wer hat dir das denn gesagt? Ja, du. Ja, das fing also auch schon mal sehr rosig an. Und seitdem holpern wir uns so langsam empor hier und inzwischen läuft das alles halbwegs geschmeidiger. Eine Sache ist allerdings komplett auf der Strecke geblieben und das ist Infrastruktur zum Musik machen. Also wir haben, wie gesagt, zwar den Fail-Proberaum wieder, aber er ist nicht mehr Tonstudio geeignet und er ist weit weg. Ich habe hier noch keine Möglichkeit, laut zu sein, Sachen aufzunehmen, Schlagzeug zu proben. Ich habe mein Schlagzeug zwar hier, nach einem Konzert, das habe ich auch noch nicht erzählt. Ich bin dieses Jahr auch wieder spontan eingesprungen in einer Band, mit der ich noch nie zuvor gespielt habe. Auch eine Coverband, die nochmal einen Schärfegrad weniger hat. Also, mehr entspannter Coverrock ist, würde ich sagen. Die angefangen haben rein akustisch, ohne E-Gitarre, ohne dickes Schlagzeug, die sich aber da jetzt ein bisschen gepimpt haben und die nennen sich Akustik Comfort. Die wiederum proben auch in einer ganz anderen Stadt und mit denen hatte ich jetzt 2 Konzerte. Die hatten seit längerer Zeit Probleme mit ihrem Schlagzeuger, zum einen terminlicher Natur und zum anderen stilistischer Natur. Ich bin dem nie begegnet, auch dem will ich nichts Böses, aber der kommt wohl aus, der macht wohl hauptsächlich Orchestermusik und hat halt ein ganz anderes Schlagzeugspiel, was jetzt nicht unbedingt auf diese Rock-Pop-Nummern passt. Ja, jedenfalls bin ich im August dann zu einem Konzert eingesprungen und da ist auch noch was schief gegangen. Warte, ich setze mich mal anders hin. An dem Tag habe ich mich nämlich überbucht. Da war nämlich eigentlich ein Malen nach Zahlen-Gig. Und ich habe 2017 erstmalig es durchgezogen, einen Kalender zu führen. Auch noch handschriftlich, so einen kleinen Blätterkalender. Weil ich weiß nicht, das funktioniert irgendwie besser bei mir. Und es hat auch funktioniert, sofern ich mir dann Sachen aufgeschrieben habe. Also es stand dann dieser Termin im Raum mit Malen nach Zahlen und ich habe vergessen, ihn aufzuschreiben. Und dann habe ich der anderen Band zugesagt. Und wurde dann, als ich das irgendwann erzählt habe, bei Malen nach Zahlen, wurde ich daran erinnert, wie stellst du dir das vor? Da spielen wir auch. Dann habe ich noch rumprobiert, erstmal rumgefragt,
wer soll denn wann spielen von der Uhrzeit her. Es ist auch beides halbwegs in der gleichen Stadt gewesen, aber auch nur halbwegs. Ende vom Lied war, ich muss mich für einen Gig entscheiden und habe dann den Mal nach Zahlen-Gig abgegeben an einen unfucking fassbar guten inzwischen 17-Jährigen, der da unten, wo Fell probt und ich aufgenommen habe, auch rumsprang und auch teilweise eine Zeit lang bei uns mit im Raum war. Unfassbar gut, viel besser als ich, noch ein bisschen zu verspielt, neigt dazu, ein bisschen zu viel zu machen in den Songs, hier und da, aber der konnte zum Glück für mich übernehmen und hatte da wohl auch Spaß dran und ist für die Zukunft auch eine Perspektive für Mal nach Zahlen, falls ich mal nicht kann, was mir da ein bisschen Druck wegnimmt. Ja, und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, mit Acoustic Comfort habe ich nochmal gespielt. Anfang Dezember auf so einer Firmenweihnachtsfeier in einem ziemlich großen Saal. Auch eine große Firma mit mehreren hundert Angestellten. Das heißt, es war schon eine dicke Party und ein großes Konzert. Und mit zunehmendem Pegel waren die Leute auch sehr angetan und tanzbereit und so weiter und so fort. Da hatte ich mein eigenes Schlagzeug mit. Weil es gerade kein anderes gab. Und weil es gerade zusammen mit dem restlichen Fail-Scheiß irgendwo in einem Lagerraum aufgetürmt rumflog, dachte ich, naja gut, das können wir uns ja auch abholen. Und dann stand das da erstmal, wo die proben, was auch wieder ganz woanders ist, habe ich glaube ich schon erzählt. Und dann habe ich darüber auch den Gig gespielt und dann festgestellt, dass derjenige welche, der mir geholfen hat, das in den Proberaum zu kriegen und auch das dahin gebracht hat, weil ich halt aus Köln kam und nicht so früh da sein konnte, dann kein Auto mehr zur Verfügung hatte, um das Schlagzeug nach dem Gig irgendwie abzutransportieren. Und ich dachte, okay, wenn ich das schon in unsere Karre, was nicht unsere Karre ist, sondern die meiner Freundin, in die Karre werfe, dann kann ich es auch direkt mit nach Köln fahren. Und so steht das jetzt hier im Keller und friert und rostet hoffentlich nicht. Und ich habe keine Möglichkeit, Schlagzeug zu spielen. Ich möchte nächstes Jahr gerne mal in die Offensive gehen, mir hier was zu suchen. Aber es ist nicht so ganz günstig hier. Und generell ist alles nicht so ganz günstig hier. Also ich mache zumindest das, was im Vertrag steht, arbeite ich nur die allernötigsten Stunden, um über die Runden zu kommen. Und das schaffe ich auch gerade mal so. Aber wenn jetzt was kaputt geht, zum Beispiel, dann wird's schon prekär. Mir ist auch was kaputt gegangen dieses Jahr, und zwar meine Kamera. Da gab's das ein oder andere Problem. Das erste war, dass irgendwann mir der Strom abhanden gekommen ist, also das Netzteil. Habe ich mir also ein neues bestellt. Und weil ich ja schlau bin, habe ich nicht für, glaube 70 Euro das teure Canon genommen, sondern für 20 Euro das No-Name. Mit dem Ergebnis, das kannst du gar nicht richtig einstecken. Und das lädt dann auch nicht wirklich. Also es hat einen Wackelkontakt, aber irgendwie von Werkswegen aus anscheinend. Nur wenn der Stecker so auf 7:30 da an der Kamera hängt, dann lädt es irgendwie. Das heißt, ich hatte auch einige Probleme mit dem Kamera-Akku, weil ich einfach nicht vernünftig laden konnte. Ja, ich habe mich bemüht, alle Konzerte zu filmen dieses Jahr. Das ist mir gelungen mit 3 Ausnahmen. Aber ja, viel mehr konnte ich da auch nicht machen. Ich musste halt bei dem ganzen Scheiß, der anstand dieses Jahr, musste ich halt an irgendeiner Stelle sparen. Und es sind in erster Linie die Videos gewesen, weil ich sowieso seit Jahr und Tag das Problem habe, wenn ich anfange, was für YouTube zu machen, wahrscheinlich bin ich da auch zu verballert und ist auch wieder die gleiche Baustelle, ich mache mir zu großen Kopf darum, dann kann es nicht gut genug werden. Und dann verbringe ich 3 Tage damit, irgendwie auch noch das Beste da rauszuholen und ja, weiß ich nicht, das Beste aus dem Bild und das Beste aus dem Ton und nochmal die Frequenzen neu rausziehen und nochmal drüber schneiden und noch dieses reinwerfen, noch jenes reinwerfen. Das ist halt so eine Sauarbeit.
Und das war einfach nicht mehr möglich. Das wäre wahrscheinlich hier und da noch möglich gewesen, aber ich wusste auch beim besten Willen nicht genau, was ich jetzt filmen sollte. Natürlich, und das müsste ich mir eigentlich auch mal angewöhnen, sollte ich wahrscheinlich einfach ganz emotionslos, was jetzt Ansprüche angeht, sollte ich einfach vloggen, wenn ich Konzerte spiele oder wenn dies und das und jenes ansteht. Einfach, anstatt jetzt hier 5 Stunden zu sitzen und zu erzählen, was passiert ist, vielleicht einfach die Kamera mal draufhalten, wenn es passiert. Wenn ich einen guten Vorsatz habe für 2018, dann dieser. Allerdings auch noch mit einem Sternchen dran. Ich brauche nämlich eine neue Kamera. Sie ist mir nämlich bei der Produktion meines nächsten Playback-Drummers nochmals runtergefallen und seitdem filmt sie zwar noch, man kann aber nicht mehr sehen, was. Das heißt, ich kann nur noch auf gut Glück filmen und ich kann auch keine Einstellung mehr ändern, weil der Touchscreen ist auch durch. Und das ist ziemlich kacke. Ich hatte natürlich, wie alle anderen auch, die Canon Legria Mini X, die nicht mehr hergestellt wird und deswegen jetzt auf eBay das Dreifache kostet. Und ich habe die Qual der Wahl und weiß nicht, welche es werden soll. Und auf der einen Seite will ich mich nicht dumm und dusselig bezahlen und kann das auch nicht. Auf der anderen Seite will ich aber auch nicht die Erstbeste haben und so weiter und so fort. Und es gibt so viele Sachen, auf die ich achten muss. Zum einen sind auf Bühnen ist immer schummriges Licht, das heißt, die müssen gut funktionieren in dunklen Atmosphären. Zum anderen sollte das Mikro vernünftig sein. Weil die meisten Gigs sind so klein, dass nur die Gesänge abgenommen werden mit dem Mikro und vielleicht noch die Bassdrum, aber alles andere muss zwangsläufig durch den Kamerasound kommen, weil ich aus dem Mischpult einfach nichts anderes abgreifen kann. Oder selbst wenn ich aus dem Mischpult was abgreifen kann, sind das jetzt auch keine Stadien, die wir bespielen, wo halt der Mix, der auf der Anlage landet, praktisch Live-Album geeignet ist, sondern die Lautstärken der Instrumente passen überhaupt nicht zusammen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich brauche einen guten Kamerasound. Und ich brauche einen langen Akku, weil wir teilweise auch lange spielen oder lange unterwegs sind. Wenn ich so Vlogging-Scheiße machen will, dann brauche ich einen guten Akku. Oder wenn ich 10 Anläufe brauche, um das Gleiche zu erzählen, was keinen interessiert. Ja, und ich habe angefangen, mich schlau zu machen. Und je schlauer ich wurde, desto unschlüssiger wurde ich und ich habe bis heute keine neue Kamera bestellt, obwohl ich noch eigentlich Weihnachtsgeld dafür übrig hätte, aber ja, ich hoffe, ich kriege mich da entschieden, bevor es weg ist, bevor es verlebt ist. Aber ich arbeite dran, weil das soll bitte, bitte nächstes Jahr wieder mehr werden. Ja, wenn es einen guten Vorsatz fürs neue Jahr gibt, dann mehr Film und mehr bereit sein, einfach Abstriche zu machen und dadurch vielleicht, ja, trotz enger Terminkalender und Zeitpläne auch einfach wieder Videos raushauen zu können, die dann vielleicht nicht jedes Mal das Spektakel bieten, wobei es auch relativ ist. Ich habe mir neulich nochmal alte Sachen von mir angeguckt. Es ist ja dann auch eher heiter bis wolkig geworden von den Inhalten her, ne? Aber gut. Vielleicht klappt es ja. Ich möchte auch endlich gerne. Ich habe seit einem Jahr diese fucking, diese Lose hier rumfliegen für jede CD, die ich in der Vitrine stehen habe und möchte die per Zufallsgenerator alle einmal vorstellen, weil ich mir da mehrere Sachen von erhoffe. Zum einen kann ich endlich mal über Musik reden, die ich feier, ohne selber dran beteiligt zu sein, und gegen diese, Egoismuslastigkeit von meinem ganzen Output einfach ein bisschen ankämpfen. Zum anderen habe ich aber vielleicht auch die Hoffnung, dass dadurch ein paar Leute sich hierhin verklicken. Gerade darüber, dass ich von anderen Bands rede, möchte ich unbedingt machen. Warum habe ich damit noch nicht angefangen? Ganz einfach, weil ich in diesem ganzen Wust, der irgendwie 2017 ergeben hat, nicht absehen konnte, dass ich das dann auch durchziehen kann, wenn ich einmal anfange. Und das Letzte, was ich will, ist, dass ich anfange, das zu machen und dann gibt's 3 Folgen und dann schläft die Scheiße wieder ein. Wahrscheinlich, wenn ich's irgendwann mache, wird's eh passieren. Aber selbst dann sind's immer noch 3 Folgen mehr als gar keine. Und
Das gleiche auch mit den Selbstansprüchen. Wenn ich immer daran scheitere, dass es das ultimative Video werden soll und am Ende des Tages gibt's gar keins, dann sind, glaube ich, halbgare Videos auch immer noch besser als gar keins. Also, das nehme ich mir auf jeden Fall vor. Ja, was habe ich denn noch ausgelassen? Genau, ich bin ja immer noch, ich wollte ja, irgendwann haben wir ja mal alte Songs aufgenommen, ne? Ich bin fertig. Also ein bisschen muss ich noch drüber mischen, aber ich habe Gesang. Es ergibt sich nämlich so, dass von Fail, der Jeff, dem seinen Bruder, den kannte ich schon vor Fail, mit dem habe ich nämlich studiert und der wohnt in Köln und der macht auch Musik und die haben einen Proberaum und die habe ich gefragt, ob ich mich da vielleicht ein bisschen einquartieren kann, für Gesang aufzunehmen, weil das nimmt ja nun wirklich keinen Platz weg. Und das konnte ich und so habe ich jetzt im Dezember diese 24 Einsongs habe ich aussortiert, weil das so stark ist er auch nicht und es wäre zu viel Arbeit und zu wenig Nutzen gewesen, diese 24 Songs am Gesang aufgenommen, zu denen ich ursprünglich mal gesagt hatte, es wäre eigentlich eine coole Idee, die als ein Adventskalender zu veröffentlichen, aber ich möchte nicht bis Dezember warten, die zu veröffentlichen. Ich möchte viel früher damit fertig sein. Klasse, hat super funktioniert. Der einzige Vorteil, der das, dem das mit sich bringt, also das erste Ding hieß mal Nevermind the Baustelle, hier ist die Wohnsiedlung. Daraus wurde Wohnen 2017. Und dieses jetzt hieß Präventivsieg. Und daraus hätte ich dann gerne Siegen 2017 gemacht. Was dann aber blöd ist am PC, weil Siegen kommt vor Wohnen im Alphabet und so ist es dann immer falsch rum geordnet. Jetzt kann ich es Siegen 2018 nennen und naja, dadurch ist es dann direkt durch die Jahreszahl geordnet. Ja, es ist jetzt, ich habe immer die Albumjahreszahl vorne stehen, wie man das macht, wenn man einen aufgeräumten PC hat, wie ich nicht. Aber ich kann ja mal so tun. Hui. So, jedenfalls habe ich jetzt endlich diese letzten alten Songs neu aufgenommen, hoffentlich zum letzten Mal. Und ich möchte die ganz, humble, bescheiden. Ich möchte die ganz bescheiden auf Bandcamp raushauen, für Lau, für Umme, weil alte Songs, wenn alle Leute neue Songs haben wollen, halbwegs zurecht, dann möchte ich damit echt nichts mehr abkassieren. Würde ich im Idealfall auch nie, aber man muss halt gucken, wo man bleibt. Da sage ich auch gleich nochmal was zu, wenn es um die Zukunftspläne geht. Ich bin gerade bei den Zukunftsplänen. Siegen 2018. Ich möchte das für Umme auf Bandcamp raushauen. Ich möchte das trotzdem auch auf den üblich verdächtigen Plattformen vertreiben. Da wird es dann zwangsläufig so viel kosten, wie auf den Plattformen dann Sachen kosten. Musst du dir dann selber überlegen, was vielleicht für dich die cleverere Alternative ist. Warum möchte ich das machen? Damit da, sagen wir mal jetzt bei iTunes, damit da auch alles vollständig und geordnet ist. Danach würde ich dann gerne noch die drei üblichen Verdächtigen, die Charlie-Trilogie, Notaufnahme, Seitenbrand, Meta-Inf, ummelden auf FC Baum, weil ich immer hätte FC Baum bleiben sollen, habe ich glaube ich schon mal gesagt, weil es der catchiere Name ist, der, wie ich finde, auch schönere Name. Es war halt nur ein Name, der hauptsächlich durch Sachen für mich definiert wurde, früher mal, die irgendwie auf dem Schulhof passiert sind. Und die jetzt nicht alle so positiv waren. Deswegen nach dem Ableben meiner ersten Band musste ich mich da irgendwie von trennen. Habe ich ganz großartig gemacht auf MySpace damals, weil ich zu viel Lost geguckt habe. Habe ich einfach mein neues Pseudonym genommen und habe geschrieben, ja, der Baum ist ja wahrscheinlich für immer verschollen. Der ist in Urlaub geflogen und sein Flugzeug ist irgendwie weg. Und ich übernehme jetzt hier. Viel zu glaubwürdig geschrieben und es haben einige Leute tatsächlich geglaubt und haben sich mega Sorgen gemacht und waren sehr aggro, als das dann aufgeklärt wurde, dass das ein Gag war. Auch wenn es ein bisschen spät kommt, das tut mir leid. Ja, auf jeden Fall, ich möchte einmal in meinem Leben eine vollständige
und aufgeräumte und qualitativ ausreichende Diskografie haben oder Backkatalog. Deswegen möchte ich diese drei ummelden, dass wir dann haben Wohnsiedlung, Präventivsieg plus Bonustracks von Endgegner und Building, Notaufnahme, Seitenbrand, Meta-Inf. Wenn das soweit ist, ich weiß noch nicht, vor allem Notaufnahme und Seitenbrand, ob ich die einfach nur, die sind ja schon veröffentlicht, ob ich die Veröffentlichung wirklich nur einfach ummelden möchte oder ob ich bei der Gelegenheit doch nochmal drüber mische und es nochmal ein bisschen pimpe, weil es auch irgendwie wirsch ist, wenn das erste und das zweite Album sehr gut klingen, das dritte und das vierte naja klingen und das fünfte wieder gut klingt. Vielleicht mache ich so, dass ich die einfach nochmal neu veröffentliche unter FC Baum. Dann habe ich nämlich auch nicht die Sorge, dass er irgendwie die Chronologie mir kaputt macht. Ja. Jedenfalls, wir haben es ja bald. Und sobald das fertig ist, möchte ich eine Sache machen, die ja mir wahrscheinlich gut zu Gesicht stünde, gerade weil ich irgendwann eben schon mal gesagt habe, ich habe häufig zu viel Spreu mit unter dem Weizen auf meinen Alben. Ich möchte eine Best-of rausbringen. So wie ich es für Lau jetzt schon gemacht habe mit einer heimlichen Best-of, mit diesem Live-Album, möchte ich das nochmal in schön machen. Weil ich auch gemerkt habe, dadurch, dass ich jetzt ein paar Konzerte gespielt habe, ein paar Videos rausgehauen habe über die letzten Jahre, sagen wir mal, die Publikumslieblinge in meinem Set, in meiner Diskografie, die sind halt echt ziemlich wüst auf diesen Alben verstreut. Und ich möchte die gerne einmal alle auf einer Scheibe haben, damit es auch praktisch ein Service ist für Leute, die sich jetzt nicht, weiß ich nicht, so sehr damit beschäftigen oder so stark dafür interessieren, was ich mache, dass die sich jetzt dadurch alles durchhören und den einen geilen Song unter den fünf mittelmäßigen raussuchen für sich selber, möchte ich das gerne einmal haben und möchte das dann auch benutzen, um praktisch meiner, ja, wenn man es Karriere nennen möchte, meiner Karriere einen großen, dicken Einschnitt zu geben, dass ich sage, hier endet jetzt ein Kapitel. Die ersten 10 Jahre FC Baum waren im Wesentlichen eine konsequente Weiterführung von Hals, Maul und Spiel, wo übrigens auch viele Videos rausgekommen sind. Ich veröffentliche ja das fast gesamte Hals, Maul und Spiel Videoarchiv. Auch auf einem eigenen YouTube-Channel und meistens immer 10 Jahre später. Wenn ich gut bin und es terminlich passt, dann genau 10 Jahre später. Hat so nach dem Sommer nicht mehr so wahnsinnig gut gepasst, aber ich habe jetzt irgendwann vor ein paar Wochen das auch alles wieder aufgeholt und so langsam geht, also ging da auch richtig die Luzi ab und die Konzerte wurden größer, wir wurden besser als Band, also so langsam kann man sich das angucken, was da passiert ist. Grammatikalisch korrekt formuliere ich seit Jahren nicht mehr. Star Trek, TM. Ja, jedenfalls die ersten 10 Jahre FC Baum waren eine mehr oder weniger konsequente Weiterführung von dem Scheiß. Jetzt mache ich einen Einschnitt und was ich dann an neuen Sachen anfange, wo ich natürlich auch erstmal gucken muss, wie mache ich das eigentlich, wenn ich mein Schlagzeug nirgendwo stehen habe, ob jetzt mikrofoniert oder nicht, wenn ich einen halben Tag Bahn fahren muss, um irgendwo Klampfen aufnehmen zu können und so weiter. Ich denke, aus der Pampa, und Iserlohn ist zur Pampa verkommen, ist eine Stadt, die in den letzten 10 Jahren nicht wesentlich lebendiger geworden ist, ganz im Gegenteil, da fehlen eigentlich nur noch diese aus dem Wilden Westen, diese Strohballen, die so durch die Szenerie laufen. Das ist wirklich ganz, ganz traurig. Und es wurde so viel neu gemacht und schön gemacht. Es sieht echt schön aus an vielen Ecken jetzt, auch ziemlich zentral, was eigentlich lange Zeit undenkbar war. Aber es geht keiner mehr hin und es zieht jeder weg. Und ich bin auch heilfroh, dass ich da weg bin. Ich denke, nach Köln zu gehen war auf jeden Fall der erste Schritt, der richtige Schritt. Aber aller Anfang ist schwer und ich habe sehr viel Infrastruktur erstmal einbüßen müssen. Und die muss ich mir erstmal wieder auf die Beine stellen. Dass ich wirklich hoffentlich irgendwo eine erschwingliche Proberaumecke finde, wo ich meinen Scheiß machen kann. Nochmal ein bisschen leichter wird es, wenn der Rest von Fail nachzieht. Das ist zumindest der feste Plan. Mit Ausnahme von Jeff, unserem Bassisten, der studiert in Bochum.
und wohnt da auch und ist da gerade umgezogen. Aber ob der jetzt von Bochum nach Iserlohn fährt oder von Bochum nach Köln fährt, ist jetzt auch, ne, gehopst wie gesprungen. Die anderen beiden möchten gerne nach Köln, haben es aber nicht so einfach, was zu finden. Und darauf warten wir noch so ein bisschen. Ich hoffe, das klappt und ich hoffe, das klappt auch schnell. Weil bis es soweit ist, ist Fail ein logistischer Albtraum für mich. Das muss ich ganz ehrlich sagen. War noch schlimmer, als wir nicht den Proberaum hatten und unser ganzer Scheiß, den wir für Konzerte brauchten, noch wieder in einer ganz anderen Stadt rumstand. Wir hatten jetzt ein Konzert, ich weiß gar nicht mehr, welches das war, da bin ich um 12 Uhr mittags losgefahren und war um 7 Uhr morgens wieder zurück. Und das macht keinen Spaß. Ich hoffe, wie gesagt, die beiden schaffen das nach Köln. Und dann können wir nämlich auch als Band was suchen. Dann hätte ich auf jeden Fall meine Infrastruktur wieder in der Stadt, in der ich auch sonst so rumstreune. Ja, mit den Coverbands ist es so, ich fange bei Acoustic Comfort an. Die haben sich neulich endgültig von ihrem Drummer getrennt oder getrennt worden, von ihrem eigentlichen Drummer. Haben mich gefragt, ob ich festes Mitglied werden möchte. Kann ich aber nicht. Kann ich beim besten Willen nicht, weil dann lebe ich nur noch in vollen Zügen. Ne? Und dann geht mir auch hier zu Hause eine Dame auf die Palme, wenn ich immer in der Weltgeschichte rumtingle. Und man muss halt auch dazu sagen, dass sie selbst auch in eine Stadt gezogen ist, in der sie keine Kontakte hat, sozialer Natur, wie auch immer. Und ziemlich alleine dasteht, wenn ich gerade in der Weltgeschichte bin. Und man arbeitet natürlich auch nicht immer zeitgleich. Ich habe wenig Stunden im Monat und bei mir können Konzerttermine umschifft werden, bei ihr nicht unbedingt. Das sind halt alles so Faktoren, die da mit reinspielen. Deswegen kann ich leider nicht bei Acoustic Comfort festes Mitglied werden. Es gibt allerdings noch für das Frühjahr ein paar Termine und solange ich das Repertoire eh drauf habe, spiele ich da auch gerne mit und nehme die auch gerne mit. Im Social Club bleibe ich nach wie vor gerne. Weil zum einen fangen wir jetzt nicht gerade unbedingt alle an unseren Instrumenten, deswegen müssen wir auch nicht zwangsläufig so regelmäßig proben. Das reicht mit 2-3 Proben vorm Konzert. Und wahrscheinlich wird es langfristig auf so eine typische geprobt wird auf der Bühne Mentalität hinauslaufen. Ich hoffe zwar nicht, weil dafür sind mir die Leute auch zu wichtig und habe ich zu viel Spaß daran. Aber ja, jede Woche muss nicht sein, jede zweite Woche muss auch nicht sein und es geht halt auch einfach nicht. Malen nach Zahlen heißt inzwischen Headshrinker. Man hat da wohl auch gemerkt, dass, man hat da definitiv gemerkt, dass der Name ein bisschen klobig war, der alte Name. Und wir haben ja auch nächstes Jahr nur eine Handvoll Konzerte. Es wurde ein Gitarrist ausgetauscht, einer hatte keinen Bock mehr. Wurde jetzt ersetzt und da müssen wir mal gucken. Ist allerdings, und auch so ehrlich muss ich sein, die Band, die am ehesten auf der Strecke bleibt. Also das heißt nicht, dass ich da aussteigen möchte. Das heißt nur, zum einen haben die den 17-jährigen Kollegen, der da auch immer noch in der Gruppe ist und der vielleicht auch zur Not mal übernehmen könnte. Aber es ist mit Abstand die Coverband, die am wenigsten irgendwie massenkompatibel ist. Und wenn ich eine Sache gelernt habe dieses Jahr, ich beklag mich ja seit Jahr und Tag und auch die Konzerte mit Fail haben das verdeutlicht, auch wenn es viele waren dieses Jahr. Ein Trend lässt leider nicht ab und zwar es ist das Aussterben der Konzertszene. Locations machen zu, Locations sind schlecht besucht, man steht auf der Bühne vor genauso vielen Mitgliedern der anderen Bands wie zahlenden Gästen und häufig ist es echt undankbar für den Aufwand, den man betreibt. Gut, man kann dazu sagen, Fail ist eine Punkband und Punk ist eine Subkultur, die es so auch nicht mehr gibt, aber es ist auf jeden Fall keine Massenmusik, es ist eine Spartenmusik und ich habe auch das Gefühl, es war nie so out wie heutzutage. Ich würde sogar so weit gehen, out ist eigentlich gar kein Begriff mehr dafür, sondern wenn wir jetzt davon reden, dass Leute Konzerte besuchen, dann ist natürlich der allgemeine Trend, den es schon immer gab,
je älter Menschen werden, desto mehr setzen sie sich zur Ruhe und desto seltener gehen sie noch vor die Tür zu irgendwelchen Veranstaltungen und so weiter und so fort. Das Problem sind die nachwachsenden Leute. Ich habe das Gefühl, es ist nicht so, dass die Rockmusik oder handgemachte Musik im weitesten Sinne jetzt irgendwie doof oder uncool finden. Ich habe das Gefühl, die haben überhaupt keine Berührungspunkte damit mehr. Die wachsen damit gar nicht großartig mehr auf. Mit so ein ganz paar Ausnahmen, irgendwelche Jungs und Mädels, die, weiß ich nicht, von sehr musikverliebten Eltern herangezogen wurden, mit dicken Plattenregalen und dann auch die 80er und 90er in die Wiege gelegt bekommen haben. Aber die stechen so heraus, weil sie halt in der ganz, ganz klaren Minderheit sind. Und es ist echt schwer noch Leute für Konzerte zu mobilisieren, gerade wenn man die Bands nicht kennt, was ja in der Regel der Fall ist. Du kennst ja 98% der Bands, kennt ja nicht wirklich jemand, so aufs Große gesehen. Was aber, glaube ich, nicht unbedingt aussterben wird, ist diese Covermucke. Du wirst immer irgendein Schützenverein haben, der gerne eine Coverband hätte, oder irgendeine Stadt, die irgendein Fest macht, oder irgendeine Firma, die eine Firmenfeier macht, und da kommen dann viele Leute hin. Die kommen nicht wegen einer Band oder für eine Band dahin, aber wenn dann da eine steht und die macht auch noch Spaß, dann steigen die Leute auch drauf ein. Und ich hätte vor 5 Jahren das von mir selber ums Leben, im Leben nicht geglaubt. Aber wenn das bedeutet, dass man Helene Fischer spielen muss, ja Gott, dann mache ich das halt. Ich bin ja nicht der, der es singen muss. Ich sitze ja nur an der Schießbude und muss den Leuten zeigen, dass ich halt auch so ein fucking Dancebeat drauf habe. Na gut, dann zeige ich den Leuten halt, dass ich auch so ein fucking Dancebeat drauf habe. Herrgott, wo ist das Problem? Wenn wir dann, ach, keine Ahnung, Green Day spielen, freue ich mich zwar wesentlich mehr und wahrscheinlich merkt man mir dann auch an, dass das eher meine Homezone ist, um es mal so zu sagen. Aber letztendlich am Schlagzeug ist es eigentlich egal, was du spielst. Ich wurde auch tatsächlich gefragt, bei welcher Band, also bei welcher Coverband, wo ich Schlagzeug spiele, mit welcher von den Bands ich am liebsten auftrete. Das wurde ich gefragt von jemandem von Malen nach Zahlen. Und ich konnte nicht Malen nach Zahlen sagen, einfach aus dem Grund, weil es so anstrengend ist. Weil das Set insgesamt einfach so schnell ist und so rockig und so auf die Fresse, ich bin danach wirklich im Sack. Und beim Social Club ist auch das wirklich schön ausgewogen. Akustik Comfort, hast du teilweise das Gefühl, das kannst du mit einer Hand spielen. Aber da kannst du halt auch mal ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen filigraner spielen, ein bisschen das Schlagzeug auch einfach mal ein bisschen streicheln und halt nicht nur hämmern. Und es geht nicht so in die Knochen und es geht auch nicht so auf die Gehörgänge. Und wie gesagt, letztendlich ist es scheißegal, was ich spiele. Und ich bin ja immer noch so dumm, nehme ich an, dass ich gerne eines Tages meine Miete mit irgendwie sowas eintreiben können möchte. Und ich fürchte, nur so wird's gehen. Nicht zwangsläufig über Coverrock, aber über Bereitschaft, auch mal aus der eigenen Komfortzone so rauszukommen. Und deswegen sind mir auch diese Coverbands ein bisschen hochgerutscht in der Priorität. Ich könnte auch noch dazu sagen, im Sommer oder vor dem Sommer habe ich drüber nachgedacht, den Social Club zu verlassen, weil da einige Jahre lang nicht so wahnsinnig viel zusammenlief. Wir haben uns irgendwann mal von einem Frontmann trennen müssen. Ja, es hat einige Zeit gedauert, bis wir den ersetzt hatten, und der feste Ersatzmann ist dann auch nochmal, ja, praktisch Langzeitverletzter geworden wegen medizinischen Problemen da in der Familie. Das will ich jetzt nicht umerzählen, aber war dann lange außer Gefecht gesetzt. Dann war das gerade überstanden, dann wurde unsere Sängerin schwanger und wir wollten die dann temporär ersetzen, haben aber es nicht hingekriegt, rechtzeitig uns nach Ersatz umzugucken oder mögliche Kandidatinnen irgendwie rechtzeitig abzuchecken oder
zu integrieren und so weiter und so fort. Und ja, es irgendwie kamen wir nicht so ganz aus den Startlöchern. Das ist dann tatsächlich um, ja, vielleicht nicht unbedingt 5 vor 12, aber um 10 vor 12 ist das noch geglückt diesen Sommer. Wir haben den einen oder anderen echt guten und langen Gig absolviert, aus dem dann wieder Folgeaufträge entsprungen sind und so weiter, und haben jetzt für nächstes Jahr schon wieder so viele Termine wie noch nie zuvor, glaube ich. Also seit ich da bin, nie zuvor. Und der springende Punkt ist, das sind Veranstalter, in der Regel zahlen die gut für so eine Band. Und ich weiß nicht, ich fühle mich da ein bisschen unwohl bei, irgendwie so, ja, so ein Quotensöldner-Bild irgendwie abzugeben. Aber wie gesagt, ich verdiene nicht viel sonst. Und hier Leben ist deutlich teurer und es bleibt kaum was übrig. Und so bin ich zwangsläufig dazu gezwungen, zu gucken, was ist lukrativ. Gerade wenn ich immer noch zu blöd bin, diesen Traum aufzugeben, davon nochmal leben zu können irgendwann, dann denke ich, kann es nur so gehen. Es ist mir zwar auch irgendwie unangenehm, wenn Leute, die ich echt mag und die ich auch gerne meine Freunde und Innen nenne, wenn ich denen dann so ein Bild abgebe, naja, den Baum am Schlagzeug, den müssen wir uns kaufen. Aber ich kann es halt nicht ändern, ne? Ich kann kein Geld drucken. Könnte ich schon, aber wird jeder merken, weil es halt nur so ein billiger Penner. Deswegen sind die ein bisschen in der Priorität nach oben gewandert und Fail ist leider in der Priorität ein bisschen nach unten gewandert, weil es halt Spatenmucke ist und weil wir uns so gerade refinanziert kriegen. Und weil es halt häufig, nicht immer, ich meine, klar, es macht auch Spaß, ich mag auch die Leute sehr und ich freue mich auch, wenn wir in irgendein Kaff fahren, weil dann habe ich es mal gesehen, dann kommst du ein bisschen durch Deutschland und hast diese und jene Eindrücke und lernst Leute kennen. Und neulich waren wir in Witzenhausen, in so einem Ding mit sämtlichen Rocklegenden an den Wänden. Das war super sympathisch. Ich stand direkt schräg vor David Bowie. Nur, naja, es ist halt das Ding, nur von Spaß kann ich nicht leben. Und deswegen, wenn Fail eine Anfrage hat und der Social Club hat eine Anfrage und die bringt mir dann aber ja, vielleicht einen neuen Camcorder, dann haben die natürlich Vorfahrt. Das hilft ja nichts. Und dann gibt's noch FC Baum. Wie machen wir das denn? Also, ich habe auch im Oktober nochmal zweimal Solo gespielt. Nachdem ich also ganz frisch nach Köln war, habe ich in der alten Heimat nochmal zweimal Solo gespielt. Hatte den Fail-Proberaum nicht zurück. Habe einen Gig, ja, als Clipshow gemacht mit Versatzstücken aus den früheren Setlists von den früheren Drummern. War dann auch gut, aber war halt nicht das, was ich wollte. Ne? Bin ich wieder unzufrieden mit und habe für das zweite Konzert mir eine Schlagzeugmikrofonierung leihen können und habe das Ganze einfach an anderer Stelle machen können, auf einem anderen Schlagzeug. Hat funktioniert, ist aber auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Und letztendlich, ja, ich weiß nicht, das große Problem ist, ich spiele echt gerne live, solo, echt gerne, und ich habe ja auch einen Riesenberg an Repertoire und freue mich auch, immer wieder neue Setlists zu bauen und immer mal wieder ein bisschen was anderes zu spielen und so rumzuprobieren und so rumzuprobieren. Es ist halt nur einfach nicht so einfach, wenn man zum Beispiel keine eigene Karre hat. Meine Freundin hat jetzt ein Auto und selbst, also klar, ich habe gesagt, das ist ein bisschen altersschwach, aber selbst wenn es da ein neues gibt, dann ist das immer noch ihr Auto und wenn sie arbeiten muss, braucht sie das Auto. So. Ich habe auch keine Kohle, mir ein Auto zu holen, weil das Ding ist, ich seit Jahr und Tag überlege ich mir, also im Grunde seit einem Jahr und einem Tag, überlege ich mir, so wie wir das mit Fail gemacht haben, das waren wir alles alleine selber. Mit Fail haben wir auch ein Auto, das ist ein Bandmobil, das gehört mir aber nicht. Aber das war auch ein Meilenstein dieses Jahr, das habe ich ganz vergessen zu, das fällt mir gerade wieder in meinen Notizen auf. Haben wir auf St. Pauli gespielt. Ziemlich geil, nicht nur weil es St. Pauli war, sondern weil wir das erste Mal das Gefühl hatten, wir haben das komplett selber organisiert. Wir haben die Clubs recherchiert, wir haben den Scheiß hingeschickt, wir haben den ganzen Quatsch durchgequatscht mit denen und sind dann mit
unserem eigenen Auto angereist und brauchten einfach an keinem Punkt Hilfe von außen, was für Faye, glaube ich, komplett neu war. Wir waren jahrelang bekannt als die Band, die sich immer Autos leihen muss. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, zurück zu FC Baum. Ich denke mir, wenn ich auch mal so ein Anschreiben rausschicken würde an alle Läden, die mir so über den Weg laufen in ganz Deutschland, ich kann mir schon vorstellen, dass ich den einen oder anderen Gig an Land ziehe, weil ich denke, dass es so speziell ist, gerade jetzt auch mit der Leinwand und den Pappaufsteller mit der Dreierkette und weil es deutschsprachig ist und ich meine Stilistik-Spasmen habe wie Latte Macchiato und hier mal Reggae und da mal Metal. Ja, Metal nicht wirklich. Ich habe neulich Ferien gespielt, deswegen komme ich drauf. Alter Hamus-Klassiker. Dass ich denke, dass Ladenbesitzer es schon gerne mal drauf ankommen lassen wollen würden, einfach um sich das selber mal reinzuziehen. Ich kann das nur einfach nicht machen ohne eigene Karre. Und in diesem Terminkorsett, in dem ich mich befinde, und schon gar nicht, wenn ich halt hier vor Ort keinen Raum habe, wo ich das alles vorbereiten könnte. Ich meine, klar, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, ich habe nächstes Jahr im April habe ich 5 Konzerte oder so quer im Land verteilt. Da muss ich nicht 5 verschiedene Gigs machen, dann kann ich auch 2 Gigs machen. Ich muss ja nicht für jede Stadt einen anderen Gig haben. So, mein Problem ist halt nur, solange ich nicht viele Gigs habe, fühle ich mich dafür verantwortlich, auch zu gucken, dass die Gigs, die ich habe, auch online landen, damit sie auch zugänglich sind für die Leute, die nicht vor Ort sind, was traditionell immer die meisten sind. Und einfach diese Gigs auch zu den Leuten nach Hause zu tragen. Da, wie gesagt, diese Clipshow, die ich mir da behilfsmäßig basteln musste, die war mir schon unangenehm genug. Es ist halt alles nicht so einfach. Ich hoffe, dass ich mir im Laufe des folgenden Jahres diese Infrastruktur hier wieder aufbauen kann, also sozusagen zurückerobern kann. Und es vielleicht für übernächstes Jahr mal drauf ankommen lassen könnte und auch einfach mal 300 E-Mails ins Land schicke und dann mal gucken, was dabei rumkommt. Weil eigentlich ist es überfällig, dass ich auf Tour gehe und dass ich aus dem Proberaum komme, um so zu sagen. Eigentlich ist es überfällig, es ist halt nur einfach nicht so einfach, wenn man alles alleine macht. Ja, aber wie gesagt, ich gebe nicht auf, ich bin zu dumm dafür wahrscheinlich oder zu wahnsinnig oder fehlgeleitet oder weiß ich was. Und naja, wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht, ne? Aber dann kann ich als Opa-Baum wenigstens sagen, ich hab's probiert. Ansonsten, wie bereits erwähnt, ich hoffe, nächstes Jahr kann ich euch mal wieder ein bisschen mehr und ein bisschen regelmäßiger teilhaben lassen an dem, was hier so alles passiert und hab vielleicht nicht diesen ominös, wollte ich nicht sagen, diesen immensen Stock im Arsch, was da die Qualitätsansprüche angeht, sodass da dann auch mal ein bisschen was bei rumkommt. Eine Sache fällt mir noch ein, und zwar zu den besagten neuesten alten Songs, zu den hoffentlich letzten neu gemachten alten Songs ever, 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 Punkt. Siegen 2018, was ich auch gerne machen möchte, und das wird auch nicht mehr so lange dauern. Das wird jetzt irgendwann die Tage passieren. Ich möchte diese ganzen Songs alle der Reihe nach vorstellen und auch das möchte ich ganz bescheiden machen in einem Video, das wahrscheinlich auch ein sehr langes Video wird, wo ich dann einfach durchmoderiere und zu jedem Song irgendwie ein bisschen meinen Senf und meinen Quark gebe und dann hören wir uns die alle der Reihe nach an. Die haben jetzt alle relativ amtliche Beta-Mixe, würde ich sagen. Das ein oder andere stört mich noch hier und da. Da werde ich auch nochmal drüber mischen vor dem Release. Aber ich denke, für so ein Video reichen die schon so, wie sie jetzt sind. Jo, die nächsten 2 Jahre werde ich weiterhin fleißig alte Hals-, Maul- und Spielvideos veröffentlichen. Danach wird es keine mehr geben, weil danach gab es uns nicht mehr vor 10 Jahren. Könnt ihr immer mal wieder gerne reingucken. Ich weiß, nächstes Jahr im Sommer kommt das, was ich für das beste Hals-, Maul- und Spielkonzert ever halte, in Hagen in der Innenstadt 2008. War eine ziemlich geile Nummer und ich habe das komplett aus dem Mischpult und es klingt sogar nach was. Da freue ich mich schon drauf. Ansonsten
werde ich es hoffentlich dieses Jahr, nächstes Jahr, auch schaffen, meine Konzerttermine hier mal mitzuteilen. Das ist ja jetzt auch nicht der Aufwand, es sei denn, man macht ihn sich. Das kriegen wir schon hin. Also ich bin gespannt, wie viele Konzerte es nächstes Jahr werden. Es war mir eine Freude und Ehre, gleichermaßen diese ganzen Konzerte dieses Jahr spielen zu dürfen, in so vielen verschiedenen Bands, an so vielen verschiedenen Orten. Und es tut mir leid, dass es so wenig bis gar nicht Videos von mir gab. Aber ja, so ein bisschen ist es halt auch, solange man noch Konzerte spielen kann, ne? Drüber quatschen kann ich auch, wenn ich alt bin noch. Deswegen, wenn ich die Wahl habe, gehe ich lieber nochmal raus und spiele vor echten Menschen in echten Locations. Aber vielleicht kriege ich es ja nächstes Jahr beides ein bisschen hin. Ist auf jeden Fall mein Vorhaben. So, ich kann mir kaum vorstellen, dass noch irgendjemand dran ist gerade. Wenn doch, dann kriegst du meinen absoluten größten Respekt. Ich könnte es mir nicht so lange anhören, was der Depp da zu quatschen hat. Und ich wünsche dir und natürlich auch allen, die abgeschaltet haben in der Zwischenzeit, einen ganz überragenden guten Rutsch. Knallert schön, aber passt auf eure Gliedmaßen auf. Ich habe mir gestern den Finger geschnitten mit einem Cuttermesser, das war auch geil. Genießt die Show am Himmel, kommt gut rüber, trinkt einen für mich mit, aber nicht zu viel, fahrt vorsichtig und ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei allem, was ihr so vorhabt im nächsten Jahr. Vielleicht sehen wir uns ja oder hören uns. Und wenn ich mal in der Nähe sein sollte, dann fühle ich doch einfach ganz herzlich eingeladen, einfach spontan aufzutauchen und auch mal Hallo zu sagen. Und dann wird das bestimmt alles ganz cool. Alles klar, ich bin der Baum und ich bin raus. Tschüss. Hotdog.